Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Conan Exiles auf den Savage Wilds und dem Fortbewegen unserer Reiseroute und mehr oder weniger auch so ein bisschen unserer Heimreise. Ne? Das war jetzt der letzte Spot, den wir jetzt hier in dieser Aufnahmesession uns nochmal gemeinsam angucken wollten, um schon mal so ein bisschen Foreshadowing zu machen für die nächsten großen Bauprojekte, die wir im Laufe des Let's Plays hier noch in Angriff nehmen werden. Und ja, wie gesagt, wir hatten die Spots ausgekundschaftet. Im Prinzip hatte ich jetzt auch schon mal drei größere Ideen, ja, mehr oder weniger sogar für jeden Spot, den wir uns angeguckt hatten. Für den hier und für den hier. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall nochmal ordentlich ein bisschen was bauen im Laufe des Let's Plays, wie gesagt. Aber für den Moment heißt es erstmal wieder Richtung Heimat, ne? Mal jetzt bloß erstmal gucken, wie wir da am besten hinkommen. Müssen wir am besten hier durch dieses Tal erstmal weiter zurücklaufen. Jetzt mal so ein bisschen wieder nahe Richtung Dschungelbiomen kommen, damit der Weg dann nicht zu weit ist. Wie gesagt, hier halten wir gleich mal die Augen offen, ob wir hier vielleicht nochmal irgendwo einen Boss auftreiben können. Dann hauen wir den natürlich auch nochmal um. Ist ja klar. Hm? Halte deine Umwelt sauber, so nach dem Motto. Nebenbei holen wir uns gleich nochmal ein paar Ressourcen für die Hauptbasis. Das ist halt mega heftig, wie riesig diese Bäume sind, ne? Das ist schon ziemlich beeindruckend. Zumal, wenn man überlegt, dass es so eine Bäume halt wirklich gibt, ne? Mammutbäume und so weiter, gerade in Kanada und in einigen Teilen von Amerika. Das ist halt wirklich so eine riesige Bäume. Das ist echt beeindruckend. Ich glaube, wenn man neben so einem Ding mal steht, dann merkt man erstmal, wie klein und unbedeutend man als Mensch eigentlich ist. Ne? Wenn man überlegt, wie lange diese Bäume gewachsen sein müssen, bis die so eine riesige Größe erreicht haben und wie viel die von der Geschichte gesehen haben. Ne? Oder beziehungsweise wie lange die Bestand gehabt haben. Das ist schon echt krass. Ja, schnell hier das Holz noch abbauen. Ja. Und dann müssen wir mal gucken. Jetzt sind wir hier schon einmal. Jetzt könnte man theoretisch einmal sagen, wir laufen hier mal drumherum. Am Berghang nochmal lang. Dann übersehen wir nämlich nicht, auch nicht irgendwo eventuell nochmal einen Boss. Und wie gesagt, hier haben wir auch nochmal eine Location. Ne? Das sieht ein bisschen merkwürdig aus hier. Das will ich mir auch nochmal angucken. Vielleicht ist da auch nochmal irgendwas von Interesse. Überall nochmal einen Blick hochwerfen. Natürlich, dass wir irgendwo was von Interesse übersehen. Das wäre natürlich uncool. So, aber mir scheint, hier ist halt einfach nur nochmal so eine Bergerhöhung. Das ist jetzt anscheinend nichts großartig so Besonderes nochmal. Gucken wir mal. Nee, zwei riesige Bäume und das war's. Okay. Aber jede Menge Eisen und Kohle wieder, ne? So, hier steht nochmal ein Bergriese. Den wollen wir dann auch noch natürlich nochmal in die ewigen Jagdgründe schicken. Einfach weil es EP gibt. Sogar ein normaler, ist nicht mal ein, nicht mal ein verderbter Bergriese. Kann einem schon fast leid tun, ne? So eine Horde marodierender Amazonen an die Rand hier. Zerstückelt. Der hatte definitiv einen beschissenen Tag. Oh, mal gucken. Was kommt denn jetzt hier noch so? Ich habe noch gar keinen Weg nach hier oben gesehen irgendwie, ne? Höhleneingang war jetzt hier auch keiner. Würde mich mal tierisch interessieren. Ob es hier irgendwie einen Weg nach oben gibt. Der hier könnte das sein. Wirkt erstmal recht unscheinbar. Ah, da oben scheint ja noch irgendwas zu sein. Da bin ich dann wieder neugierig wie eine Katze. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dort will ich gerne wissen, was hier oben noch ist. Oh, anscheinend gar nichts. Wir klettern trotzdem mal hoch. Will ich mal sehen, was hier ist. Regulären Weg scheint es hier nicht zu geben, aber das heißt ja nicht, dass wir hier nicht trotzdem hochklettern können.
Dann haben wir erstmal hier hoch. Von hier aus können wir dann hier hochlaufen. So, was haben wir denn hier Schönes? Gar nichts. Ah, doch so viel. Ah, leider gar nichts. Wow. Das ist ein bisschen enttäuschend. Aber es ist noch gar nicht die Stelle, die ich dachte, ne? Dafür müssen wir noch weiter rüber. Die Stelle, wo wir eigentlich mal gucken wollten, ist hier drüben erst. Scheint es aber gar keinen Weg irgendwie hochzugeben, habe ich das Gefühl. Es sei denn, irgendwo von hier unten vielleicht, die wir noch nicht gesehen haben. Könnte natürlich auch sein. Hier gibt es auch irgendwo nochmal eine interessante Location. Da geht es unter die Map nochmal drunter. Da ist ein riesiger Wasserfall. Also wirklich ein absolut gigantischer Wasserfall. Und hinter dem ist eine ganz große Höhle, wo man rein kann. Die werden wir uns dann mal angucken, wenn wir nochmal weiter Richtung Norden gehen. Und da ist auch nochmal mehr oder weniger so eine Art kleines Dungeon drin. Machen wir hier erstmal eine kleine Zwischenpause. Ja. Mal Ausdauer auffüllen. Ja, dann den letzten Weg nach oben. Auf den Hals der Welt sozusagen, ne? Wie bei Skyrim. Ja. Naja, gut, hier oben ist jetzt aber wirklich nichts. Ich dachte, hier ist irgendwas von Interesse, aber... Leider nein, leider gar nicht. Mehr von Interesse aus, als es wirklich ist. Na gut, aber dann haben wir es mal. Dann wissen wir es wenigstens. Ne? Dann wissen wir, dass wir hier nichts übersehen haben. Oh, können wir hier genauso gut wieder. Oh, das war nicht gut. Ah, wobei, doch. Klappt noch. Ich dachte, wir brechen uns getrost hier sämtliche Knochen. Oh, hat noch funktioniert. Gut. Hatte ich einen ganz kleinen Moment, einen Schreckmoment. Da, im ersten Moment, rolle weit aus irgendwie nach unten. So, dann machen wir uns mal eine Übersicht. Theoretisch gesehen, ja, ich glaube, das schaffen wir sogar jetzt noch, die Folge. Ich hatte jetzt eigentlich spekuliert, dass wir in der nächsten Folge dann erst bei der Wüstenlocation da oben ankommen, aber... Wenn wir jetzt hier nichts mehr großartig finden, was uns noch zeitmäßig aufhält, dann sollten wir das, glaube ich, jetzt schon schaffen. Oh, auch eine interessante Stelle hier, ne? Schöne kleine Höhle. Kann man halt auch zubauen von beiden Seiten und schon ein bisschen safe. Wäre auch eine interessante kleine Basis. Wenn man jetzt keine großen Ambitionen hat, irgendwelche riesigen Festungsanlagen zu bauen, wäre das so fürs Nötigste zumindest erstmal gar nicht so verkehrt. Oh, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir hier irgendwie erstmal wieder durch müssen. Ne? Da oben ist nochmal eine Höhle, die sieht nochmal interessant aus. Da gehen wir noch glatt mal hoch. Die haben wir nämlich beim Hierherkommen gar nicht gesehen, die Höhle, ne? Wo wir von der anderen Seite gekommen waren. Die haben wir dezent übersehen. Oh, wollen wir uns die natürlich noch mal näher angucken. Oh, ist gar keine Höhle. Ist einfach nur ein Durchgang. Ist dezent einfach nur ein Durchgang. Na gut. Oh, von hier aus sehen wir zumindest schon mal das Dschungelbiom wieder. Hm? Haben wir das auch schon mal? Ah, gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Nehmen wir gleich wieder Holz mit. Und ja, ich weiß, ihr hattet so ein bisschen sarkastisch auch in den Folgen schon mal geschrieben gehabt. Eisensammelroute, ne? Wo wir halt im Dschungel viel unterwegs waren, aber ihr wisst ja, ne? Wenn wir viele Bauvorhaben noch planen. Wie gesagt, ich hatte ja angekündigt gehabt, werde größtenteils dann in den Kreativmodus mal wechseln, wenn wir keine Rohstoffe mehr haben und es einfach zu lange dauern würde, bis Let's Play zumindest jetzt hier entsprechend die Ressourcen zu sammeln.
Aber solange wir ohne den Kreativmodus erstmal auskommen, werden wir dann nebenbei einfach ein bisschen Ressourcen sammeln. Nehmt euch ja jetzt bewusst erstmal nicht irgendwie auf eine reine Ressourcensammeltour mit, ne, wo wir dann wirklich nur Ressourcen sammeln gehen. Das wäre, denke ich, nicht interessant genug. Das ist mir dann selbst auch schon klar. Aber nebenbei muss ich dann immer ein bisschen was einsacken. Das ist ein Kompromiss, denke ich, ne? Zwischen denjenigen, die sich immer ein bisschen aufgeregt haben, dass ich so viel im Kreativmodus unterwegs bin. Aber die Richtung passt schon, ne? Und die Richtung wird weiterlaufen. Und wie gesagt, denjenigen, denen das dann irgendwann ein bisschen zu eintönig wird, wenn wir halt die ganze Zeit nur Ressourcen abbauen, ist, denke ich, ein ganz guter Zwischenspot oder Zwischenpunkt für beide Interessengruppen. Da darf sich dann wirklich keiner mehr beschweren. Ich versuche halt immer einen Kompromiss dazwischen zu finden. So, dann mal gucken, dass wir hier hochkommen. Ja. So, dann sind wir tatsächlich gleich beim Spot angekommen. Hatte ich so noch gar nicht groß eingeplant, wenn ich ehrlich bin. War doch ein bisschen schneller unterwegs, als ich dachte. Ah. Beinahe schief gegangen. Ja. Oh, hier waren wir auch schon, erinnere ich mich gerade dann, ne? Als wir unseren Weg Richtung Murun gemacht haben, sind wir hier, glaube ich, schon einmal lang gekommen. Beziehungsweise, wo wir hier oben zum ersten See gelaufen sind, waren wir, glaube ich, auch schon. Das ist genau der Grenzbereich gerade. Mal, können wir da unten irgendwo durch? Nee. Mal gucken, wo wir den Weg jetzt hier am besten beschreiten. Ich will natürlich so wenig wie möglich eigentlich jetzt großartig irgendwo drüber klettern. So, damit verlassen wir das Highland-Biom und kommen wieder so ein bisschen Richtung Savanne, ne? Ich würde fast einschätzen, dass es eher so ein bisschen Savanne hier ist. So, gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Kommen jetzt wieder jede Menge Gorillas. Die haben wir ja schon mal auch im Dschungel gehabt. So. So, hier ganz kurz mal runterspringen. So, klein bisschen Fallschaden kriegen wir dabei, aber ist okay. So, beiden Damen sind auch wieder dabei. Ja, cool, dass jedes Biom halt auch seine wirklich eigene Vegetation hat. Echt geil. Ich würde halt mal mega interessieren, ob man in den Fischschwärmen auch wirklich in jedem unterschiedliche Fischsorten findet. Oder ob es halt einfach nur... Nee, das Vieh hier ist ein bisschen cool. Das hat uns vergiftet gerade, wie es aussah, ne? So, denn ihr seht schon, auch wieder ein geiler Spot, ne? Auch wieder mit einem Wasserfall. So, dann gehen wir hier mal hoch. Denn, ihr werdet gleich sehen, es ist nicht der einzige Wasserfall hier, ne? Das ist ja ringsherum nicht alles voll mit Wasser. Und wenn man hier erstmal gebaut hat, dann verschwinden halt auch diese ätzenden Gorillas. Die spawnen dann halt nicht mehr nach. So, aber wenn wir uns hier mal so ein bisschen umgucken, werdet ihr gleich feststellen, hier ist überall Wasser, ne? Das ist nämlich das eigentliche Geile an der Stelle hier. Ja, seht nämlich, hier ist auch wieder ein Wasserfall. Hier fließt dann der Fluss durch. Und ihr habt da einen wunderschönen kleinen Pool, mehr oder weniger, ne? Auch wieder eine schöne Wasserquelle. Ja. Mehrere erhobene Plattformen. Ne? Da müsst ihr dann natürlich gucken, da müsst ihr dann irgendwie eine Brücke drüber bauen. Ne? Entweder eine Hängebrücke oder halt eine andere Konstruktion, damit er auf die andere Seite rüberkommt. Echt, glaube ich das?
unverschämter Gorilla bin. Auch schon. Schneide ich dir aber die Pfoten ab, wenn du mich hier antatschst. Irgendwas Unverschämtes. Okay. Das ist gerade ein bisschen merkwürdig da unten. Wie auch immer, eine unserer Begleiterinnen da runtergeflogen ist. Ah, die machen das schon. Die kriegen das schon. Ich hab Vertrauen in unser Personal. Aber es ist krass, man sieht gerade schon, was die Waffen ausmachen. Man braucht ganz schön lange, um den einen Gorilla da wegzukriegen. Die braucht ganz schön lange. Problem ist halt, mit dem Stampfen machen die Gorillas halt immer so einen kleinen Knockback, ne? Das dauert dann umso länger, dass sie da nochmal zum Kämpfen kommen. Oh, mal gucken, ob sie die kaputt kriegen. Oh, erstes kaputt. Ja, schön. Ja, komm, den zweiten werden sie ja wohl auch kaputt kriegen. Würde mich jetzt wundern, wenn sie an dem scheitern. Aber, wie wir sehen, die kriegen trotzdem ganz schön Schaden, ne? Wenn wir uns nicht mit einmischen. Ist das ein... War, gut, es ist kein Kampf auf Augenhöhe. Aber wie gesagt, zumindest kriegen sie ein bisschen Schaden ab. Ja, jetzt ein Schlag noch. Ja gut. Sehr gut, sehr gut. Haben sie souverän geklärt. So. Dann haben wir hier nämlich die erhöhte Position. Letzte Plateau hier auf der Insel. Oder auf dem Areal hier. Und dann habt ihr diese wunderschöne Aussicht auf den Wasserbereich hier unten. Richtig geil. Das wird auch nochmal ein Spot werden, wo wir ein bisschen bauen werden. Hier werden wir gucken, dass wir so ein klein bisschen afrikanisch bauen, ne? Also sprich, es gibt ein Bauset, das heißt, glaube ich, Stockage. Das ist so ein bisschen aus Bambusröhren, ne? Da werden wir ein bisschen eine Holzoptik bauen mit Strohdach. Das passt hier, glaube ich, ganz gut hin. Wie so eine Art kleines eingeborenes Dorf. Oh, das ist die Location hier, ne? Und hier unten ist auch nochmal ein Wasserbecken mit einem Wasserfall. Ist im Prinzip eine große Quelle, die sich auf alle drei Seiten quasi mit Wasserfällen ergießt. Ziemlich geil eigentlich, wie ich finde. Hat man halt auch nicht überall. Ey, glaube ich das? Unverschämt. Weil das ist das Vieh sogar geschafft, dort umzuwerfen. Das ist heftig. Mann. Ich liebe das halt einfach. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich bin ein Mega-Fan von Wasserfällen. Generell halt so von kleinen Seen oder Flussläufen irgendwie. Wenn ich die Möglichkeit habe, an so einen Stellen zu bauen, ist das direkt mein erster Anlaufspunkt. Ich liebe diese Locations. Oh. Eins. Nehmen wir mal schon mal mit. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen werden, aber dann haben wir es schon mal. Nashörner können wir natürlich auch schon farmen. Können wir uns von der Lose jetzt mal ein bisschen Nashörner jeder mitnehmen. Halt auch krass, ne? Wir sehen schon wieder, wie viel Panzerung so ein Nashorn hat, ne? Durch die dicke Haut. Wir haben jetzt nicht gerade die allerschlechtesten Waffen, aber es braucht ganz schön, bis wir das dicke Nashorn haben. Und wir hauen jetzt den Rückraum ein. Recht heftig. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier unser Abholtermesser hatten. Hier. So. Nehmen wir uns nämlich mal ein bisschen Nashornhaut mit. Oh, können wir nämlich durchaus gebrauchen. Ja, guck mal. Ah, schon mal beide gepult. Ja. Dann ist es so. Boah, glaube ich das? Schau mal, ein bisschen das Problem an der Hitbox von den Viechern. Das ist so ein massives Vieh, was hier auf einem zuläuft. Ist halt immer so ein bisschen der Punkt. Ja, die Modelle sind halt meistens kastenförmige. Also natürlich, hier läuft im Prinzip gerade ein großes Rechteck auf uns zu.
Schuhkarton. Immer so ein bisschen der Punkt. Denkt man halt immer, man steht irgendwie in einem Winkel, wo man einen gar nicht treffen dürfte. Aber wie gesagt, dadurch, dass das ja mehr oder weniger so ein bisschen geometrische Figuren sind, dann einfach nur ein Asset drüber gelegt wird, treffen die Dinger einen halt trotzdem. Ne? Okay, so, dann nehmen wir uns gleich mal entsprechend Leder mit. Nehmen wir auch nochmal auseinander. So, und dann müssen wir mal ganz kurz gucken, ob wir noch irgendwas von Interesse hier haben. Ich würde fast sagen, wir erkunden einfach mal diesen Bereich hier nochmal ein bisschen. Vielleicht schaffen wir es sogar nochmal bis hier so ein bisschen hin. Dann haben wir das Biom nämlich auch schon mal abgearbeitet. Ne? Machen wir das direkt in der nächsten Folge mal. Denn wir sind am Folgenende angekommen, denn ihr seht schon, die liebe Sindel ist schon ordentlich am Schwitzen. Ne? Das Klima hier ist ein bisschen ungewohnt, wenn wir mal vom feuchten und etwas schattigeren Klima von unserer Basis ausgehen. Daher brauchen wir mal eine kleine Verschnaufpause. Und ja, wie gesagt, nächste Folge gucken wir uns nochmal ein bisschen hier in der Umgebung um, bevor wir dann zurück zu unserer Basis zurückgehen. Denn ich sehe gerade, hier hinten haben wir auch ein paar Ruinen. Ne? Da werden wir dann in der nächsten Folge direkt als erstes uns mal umgucken. Däumchen drücken, kommentieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.